psychowissenschaftliche Grenzgebiete. Die Seelen mit dem Thema: Der Ärger ist ein böses Gift, mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1957, Teil 19. In Amerika wurden einige sehr interessante Experimente mit dem Ärger gemacht. Versuchspersonen atmeten durch eine unterkühlte Glasröhre, nachdem man sie vorher gereizt und geärgert hatte. Dabei bildete sich in der Glasröhre Kondenswasser, welches verschieden in der Färbung war, von weiß bis dunkelbraun. Je größer aber der Ärger war, umso dunkler färbte sich der Niederschlag. Dieses Kondenswasser impfte man Versuchstieren ein, welche am braunen Niederschlag bald verendeten. Der Ärger erzeugt also ein flüssiges Gift, das zum Tode führt. Dieses im Menschen durch Disharmonie erzeugte materielle Gift, dem wahrscheinlich noch geistige Eigenschaften beigemengt sind, vergiftet selbstverständlich auch das Blut des Erzeugers und er fühlt sich elend und unglücklich. Die Gefahr der Disharmonie ist also viel größer, als man annahm. Ärger ist deshalb wie Disharmonie. In allen Fällen ist die Disharmonie Gott entgegengerichtet, denn Gott ist die Harmonie. Wir sehen hier sehr deutlich, wie die geistige Einstellung den Körper beeinflusst, ihn entweder stärkt oder vergiftet und vernichtet. Was an geistigen Eigenschaften für Gott, für die Harmonie ist, das fördert die Gesundheit und das Wohlbefinden. Doch was an geistiger Einstellung gegen Gott ist, also gegen die Harmonie, das führt zur Vernichtung. Das Unbehagen ist gefährlich und eine Kettenreaktion. Hier liegt die Erkenntnis vom langen Erdenleben. Wer gegen die Nächstenliebe sündigt und seinen Bruder oder Nachbarn, ja selbst seinen Feind beleidigt, kränkt oder ärgert oder ihn durch irgendwelche Taten oder Worte in Disharmonie bringt, der führt ihm ein Gift zu, das derselbe in sich erzeugt, weil der Körper falsch arbeitet. Vergifte deinen Nächsten nicht. Bedenke, dass du damit zu den Giftmördern gehörst und du weißt, dass ein heimtückisches Morden mit Gift zu den allerschlimmsten und gemeinsten Verbrechen gehört. Wende dich nicht gegen Gott, denn böse Zungen können deinen Nächsten so in Disharmonie versetzen, dass er dahinsicht. Die Gesetze Gottes sind ehern, und wer sie verletzt, den trifft unweigerlich die Strafe. Doch Gott sprach: Du sollst nicht töten. Glaube nicht, dass du einen Menschen mit Worten und Gedanken nicht töten kannst. Du kannst es. Nicht von heute auf morgen, aber langsam und sehr sicher. Selbst wenn du deinen Nächsten nur um einen Tag seines Lebens bringst, so hast du ihn einen Tag getötet. Du aber kannst die Zeit nicht bestimmen, die er unter deiner Kränkung leben kann. Christus sagte darum: Liebet eure Feinde. Die Disharmonie ist die Quelle vieler, vieler Krankheiten auf dieser Erde. Doch wenn die Menschen sich mehr untereinander lieben würden, ein wenig rücksichtsvoller sein würden,
dann würden viele, viele gefährliche, ja lebensgefährliche Krankheiten von selbst verschwinden. Es gibt eine göttliche Medizin, die etwas langsamer, aber dafür umso besser wirkt als alle Medizinen der gesamten Forschung. Diese Medizin heißt Liebe. Zu den Disharmonien, die man in einem anderen Menschen, in einer anderen Seele erzeugen kann, gehört auch das Nicht-Verzeihen. Wenn wir sehr nachtragend sind, so ruinieren wir die Gesundheit der Menschen, welche wir als Feinde betrachten. Doch der selbst erzeugte Ärger, der aus unserer mangelnden Einstellung und Selbsterkenntnis herrührt, bringt uns gleichfalls durch sein Gift um. Das bedeutet aber Selbstmord. Der Selbstmord ist in den Augen des Schöpfers jedoch die größte aller Sünden. Die Seelen mit dem Thema Der Ärger ist ein böses Gift mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1957, Ende Teil 19. Die Seelen mit dem Thema Unzufriedenheit ist Seelenpein mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1958, Teil 20. Die Hölle ist ein Zustand. Man kann schon in dieser Welt in einen höllischen Zustand kommen. In der jenseitigen Welt allerdings noch andauernder und viel qualvoller. Die jenseitige Hölle ist ein Zustand, den sich eine unentwickelte Seele selbst schafft. Aber auch die diesseitige Hölle ist selbstverschuldet und bereitet sehr viel Seelenpein. In einen solchen Zustand kommt man am schnellsten durch die Unzufriedenheit. Diese kann sich derartig steigern, dass der Mensch zum Selbstmord schreitet, um diese Seelenpein loszuwerden, die ihm unerträglich erscheint. Doch der Selbstmord macht ihn von diesem Zustand nicht frei. Im Gegenteil. Der unzufriedene Zustand wird nach dem Tode noch viel schlimmer und es ist dem Selbstmörder ganz unmöglich, sich außer der Entkörperung noch weiter umzubringen. Die Unzufriedenheit kann sich unendlich vielseitig beschäftigen. Es sind gesteigerte Wünsche aller Art, die das ganze Denken und Empfinden beherrschen. Auch Mord und Totschlag, ja im Superlativ sogar der Weltkrieg rühren aus der gesteigerten Unzufriedenheit her. Nun ist die Menschheit besonders darauf erpicht, die Unzufriedenheit im Menschen in jeder nur möglichen Weise zu fördern und daraus Profit zu ziehen. Unzufriedene Menschen werden allmählich krank und viele seelische, besonders aber psychosomatische Krankheiten sind dann die absolute Folge. Aus einer seelischen Vergiftung durch Unzufriedenheit erfolgt durch die körperliche Verzahnung unbedingt auch eine organische Vergiftung, die einwandfrei nachgewiesen werden kann.
Der labile Mensch wird gefährlich unzufrieden, wenn er zum Beispiel seinem erotischen Trieb nicht folgen kann oder wenn er den Gegenstand seiner angeblichen Liebe nicht bekommt. Er kann sein ganzes Begehren auf einen Menschen richten. Er kann aus Egoismus unendlich hassen, weil seine Unzufriedenheit zu einer grenzenlosen Seelenpein wird. Es ist sehr wichtig, diesen Zustand von der geistigen Warte aus zu übersehen. Sehr unzufriedene Menschen sind überwiegend gottlos und darüber hinaus auch gänzlich glaubenslos. Solche Menschen können sehr leicht besessen werden, das heißt, sie können von unzufriedenen Seelen aus dem Jenseits überfallen werden. Normalerweise würde die Unzufriedenheit nicht ganz so gefährlich sein, wenn die Industrie und Wirtschaft hier nicht geistig freveln würden. Das Abzahlungssystem befriedigt zunächst den Wunsch und damit die Unzufriedenheit. Aber das dauert praktisch nur ein paar Wochen, denn dann steigert sich die Unzufriedenheit in beängstigende Ausmaße. Der Wunsch wird durch einen neuen abgelöst und das Abzahlungssystem peinigt den Kreditnehmer von Tag zu Tag. So kommt es, dass der Abzahler mit einem Bündel Zahlkarten zur Post geht, um seine Schulden zu tilgen. Der höllische Zustand ist da und der Mensch lebt im Vorschuss auf sein Sündenkonto. Doch die Hölle hält fest. Leider sieht die Menschheit dieses Übel nur von einer finanziellen Seite. Jedoch die Gerichte können über alle Nebenerscheinungen genügend Auskunft geben. Noch wichtiger ist die Beurteilung aus geistiger Perspektive. Labile Seelen sind im Jenseits den Gefahren mehr ausgesetzt als auf dieser Erde. Auch die Wünsche steigern sich im Jenseits bis zur dämonischen Fantastik. Die Unzufriedenheit steigert sich zu wahren Höllenqualen. Darum ist es für jeden geistig strebenden Menschen wichtig zu wissen, dass er seine Wünsche in ein normales Verhältnis zum Erwerb bringen muss. Dinge zu besitzen, die noch nicht erarbeitet worden sind, führen unweigerlich zur peinvollen Unzufriedenheit und leider zur Dämonie. Man kann also wirklich sagen, die Ratensysteme sind bereits Wege zur Hölle. So manche Seele hat geglaubt, einen Platz im Himmel auf Abzahlung erwerben zu können. Doch schon nach der ersten Rate gingen sie ins geistige Reich, wo sie nun um Erlass ihrer Schulden betteln. Die Seelen mit dem Thema Unzufriedenheit ist Seelenpein mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1958, Ende Teil 20. Die Seelen mit dem Thema Etwas über den Fanatismus mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1964, Teil 21. Wohlan, der Fanatismus ist eine menschliche Eigenschaft,
die durch ihre Negativität für die ganze Menschheit gefährlich, ja tödlich ist. Obwohl die Menschheit auf dieser Erde eine Psychologie betreibt, ist man an dieser negativen Tatsache leichtsinnig vorbeigegangen. Der Fanatismus ist eine menschliche Entgleisung, eine krankhafte Äußerung, die keinesfalls nur ein bestimmtes Gebiet erfasst, sondern auf allen Gebieten des menschlichen Lebens Anwendung findet. Auch die Opposition zum Fanatismus kann fanatisch sein. Ich möchte gerade diese Eigenschaft besonders herausstellen, weil sie das Zusammenleben und den gesamten Frieden unter den Völkern bedroht. Allein die Politik hat viele Merkmale des absoluten Fanatismus aufzuweisen. Ein Fanatismus ist eine Steigerung des Willens in einer ganz bestimmten Richtung und findet deshalb keine Begrenzung. Nehmen wir einmal an, dass jemand einen Gottsucher als einen Fanatiker bezeichnet, weil dieser seine Ansicht darüber mit allen Mitteln der Überredungskunst verteidigt oder auch propagiert. Jener aber, der diese Willensäußerung als fanatisch ansieht, ereifert sich ebenfalls, weil er ein fanatischer Atheist ist. Wäre er das nicht, würde ihm kaum ein Fanatismus beim Gottsucher auffallen. Aber er ist in der Opposition und diese Stellungnahme wird von ihm ebenso leidenschaftlich verteidigt, so dass er gar nicht merkt, dass er als Gegner des Gottsuchers noch viel fanatischer ist, weil er die Ansicht seines Gegners nicht akzeptiert. Genauso ist es in der Politik. Jede Partei ist in dem Augenblick fanatisch, wo sie den Gegner nicht mehr akzeptiert. Auch bei Forschern, Medizinern und Pädagogen, ja überall in allen Sparten kommt es durch die Opposition zum Fanatismus. Je heftiger der Widerstand ist, umso stärker prägt sich der Fanatismus aus. Selbst Ehepartner können ihre Ansichten fanatisch verteidigen und wenn es sich nur um ein Kochrezept handelt. Die meisten Menschen glauben, dass der Fanatismus nur bei gewissen Menschen anzutreffen ist. Aber grundsätzlich neigt jeder Mensch zum Fanatismus, der sich für irgendetwas begeistern kann. Also ist der Fanatismus die negative Form der Begeisterung und es muss in Betracht gezogen werden, ob die Begeisterung positiven oder negativen Interessen dient. Wenn der Fanatismus bzw. die Begeisterung aggressiv wird, so ist sie schon von vornherein negativ, denn eine positive Begeisterung muss tolerant bleiben, damit sie nicht fanatisch wird. In den meisten Fällen tut sie das leider nicht. Die meisten Menschen können leider nicht unterscheiden, was positiv und was negativ ist. Sie greifen deshalb einen begeisterungsfähigen Menschen an, weil dieser einen Standpunkt vertritt, der ihnen nicht passt. Wo immer Gegensätze auftauchen, kommt es beiderseitig zum Fanatismus, wenn die Toleranz nicht eingehalten wird. Stets ist der Fanatismus nicht einseitig, sondern er beruht auf absoluter Gegenseitigkeit, denn es ist fast nie erwiesen, welche Partei im Recht ist. Ohne diese Klärung kann man vom Fanatismus nicht verlangen, dass er seinen Standpunkt seinem Gegner zuliebe aufgibt.
Dementsprechend sind die Gottsucher genauso fanatisch wie auch die Atheisten durchaus fanatisch sind. Doch der Atheist ist in der Wahl seiner negativen Mittel nicht wählerisch. Die Machtkämpfe in der Politik beweisen, welche Mittel der Fanatismus anwendet. Sogar das sogenannte Heldentum in Anführungszeichen ist durchaus eine fanatische Angelegenheit. Die Seelen mit dem Thema Etwas über den Fanatismus mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1964, Ende Teil 21. Die Seelen mit dem Thema Seelisches Gift mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1964, Teil 22. Die medizinische Wissenschaft spricht vom vegetativen Nervensystem, das heißt von jenem System, das selbsttätig die Funktionen der Organe steuert. Die Beobachtungen und Überlegungen aus jenseitiger bzw. geistiger Warte gehen mit den irdischen Erkenntnissen nicht immer konform. Das vegetative Nervensystem hängt nämlich mit dem Bewusstsein enger zusammen, als die Wissenschaft ahnt. Jeder Herzschlag, jede Muskel- oder Nerventätigkeit, auch wenn sie vegetativ gesteuert werden, reagieren auf das Bewusstsein. Ganz gleich, ob es sich um Scham oder Ärger, um Freude oder Schmerz handelt. Jede seelische Erregung findet schließlich einen Weg zum vegetativen Nervensystem, das auf jeden seelischen Impuls reagiert. Eine Depression genügt also, um den Kreislauf im Menschen zu stören. Da die Depressionen in der heutigen Zeit überall erzeugt werden, so leidet fast die gesamte Menschheit an Gesundheitsstörungen, die den Kreislauf gefährden. Der Körper produziert gewisse Hormone, zum Beispiel das erst kürzlich entdeckte Noradrenalin, das den Blutkreislauf beeinflusst. Doch die Hormone werden nicht vegetativ, sondern seelisch gesteuert. Ein sympathischer oder disharmonischer Impuls des Bewusstseins funkt geistig zum vegetativen Nervensystem und löst dort eine Reaktion aus. In den meisten Fällen wird das Hormon Noradrenalin davon betroffen. Es kommt daher zu Gefäßverengungen, die mit der Dauer des Zustandes chronisch werden. Der überhöhte Blutdruck und die vielen Herz- und sonstigen Kreislaufkrankheiten sind die Folge von seelischen Spannungen und Aufregungen, die ein weltweites Übel der gegenseitigen politischen, soziologischen und privaten Spannungen sind. Die menschliche Weltangst und die allgemeine Unsicherheit auf allen Lebensbereichen bis hinein in den Freundes-, Arbeits- und Familienkreis ist ein bisher kaum erwähntes Gift, das nicht nur einzelnen Menschen schadet, sondern die ganze Menschheit mit der Zeit in eine allgemeine Lebensgefahr bringt.
Amerikanische Versuche haben ergeben, dass Depressionen ein tödliches Gift erzeugen, welches in die Blutbahn gelangt. Mit diesem Depressionsgift konnte man Ratten töten. Aber dieses Gift wird ebenfalls seelisch hervorgerufen, das heißt, die entsprechenden Drüsen werden über das vegetative Nervensystem beeinflusst, ihre gefährliche Tätigkeit aufzunehmen. Die medizinische Wissenschaft wird also ihre Aufgabe durch die Herstellung von Gegengiften nicht lösen können. Das Grundübel ist damit keinesfalls beseitigt. Das Grundübel heißt seelische Depressionen in allen Nuancen. Die medizinische Wissenschaft muss deshalb darauf hinwirken, dass die gesamte Menschheit in ein friedliches Dasein kommt. Freude und Harmonie sind nämlich die natürlichen Gegengifte gegen alle Depressionskrankheiten. Freude, Harmonie und Ausgeglichenheit beeinflussen in günstiger Weise das vegetative Nervensystem, so dass auch die wichtigen Zirkulationshormone wie zum Beispiel das Noradrenalin richtig gesteuert werden. Dann wird es auch weniger Kreislaufschäden, weniger Herzschäden geben, zu denen der Herztod gehört. Leider hört die medizinische Wissenschaft nur ungern auf Ratschläge, die aus höheren Geistregionen kommen. Doch wir verzichten gern auf jedes Lob, wenn nur einmal der richtige Anfang gemacht wird. Bisher hat man für alle diese Leiden einen Prügelknaben gesucht, nämlich einen Faktor, der damit gar nichts zu tun hat. Unter harmonischen Lebensbedingungen, im Großen wie im Kleinen, könnte die Erdenmenschheit weitaus leistungsfähiger und viel gesünder sein. Alle Staaten dieser Erde brauchen unbedingt eine seelische Hygiene. Die Seelen mit dem Thema seelisches Gift mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1964, Ende Teil 22. Seelen mit dem Thema, mit Blindheit geschlagen, mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1958, Teil 23. Wenn der auf dem Erdenplan lebende Mensch nachdenkt, dann denkt er an seine Existenz, das heißt an seine Einkünfte, an Essen und Trinken und an die Fortpflanzung und an das Vergnügen. Doch sehr wenig, ja äußerst selten, denkt der Mensch über sich selbst nach. Wo kommt er her? Wo geht er hin? Was ist seine Aufgabe? Das alles ist ihm ziemlich fremd. Der Mensch glaubt, dass seine Aufgabe nur darin besteht, die Art zu erhalten und sie gleicherweise zu vernichten. Doch habt ihr schon einmal über eure Sinne nachgedacht? Ich finde es immer wieder bestätigt, dass der Mensch erst dann über seine Sinne nachdenkt, wenn einer dieser Sinne erkrankt oder ausfällt. Dann erst begreift er, wie wichtig solche Sinne sind, um die Welt zu begreifen.
Ganz besonders schlimm ist es, wenn jemand beide Augen verliert oder gänzlich erblindet. Ohne eine jenseitige, verstärkte Führung durch bewährte Schutzpatrone wäre ein solcher Mensch glatt verloren. Aber es gibt noch viel Wichtigeres. Die meisten Blinden sind in dem Irrtum, dass ihre Blindheit ein Dauerzustand ist, der ihnen nie wieder das Licht gibt. Dieser Irrtum ist ganz besonders entsetzlich, denn kein gesunder Mensch kann sich die seelische Folter ausmalen, die dieser Zustand bewirkt. Diese Menschen sind nicht allein blind, sie sind obendrein noch mit einer geistigen Blindheit geschlagen. Ein total erblindeter Mensch befindet sich gewissermaßen in einem fleischlichen Gehäuse, dessen Fenster kein Licht mehr durchlassen, er kann mit seiner Seele nicht mehr hindurchschauen. Das Licht ist materiell und diese Lichtschwingungen gelangen nicht mehr zum Hirn und können durch das Hirn nicht mehr an die Seele weitergeleitet werden, wo sie in geistige Schwingungen umgewandelt werden. Ein Mensch kann ein Leben lang blind sein, er kann blind geboren sein, doch wenige Stunden nach seinem Ableben, das heißt nach seinem Austritt aus dem fleischlichen Körper, ist er sehend und erkennt alles haarscharf, wenn nicht ein kleines, wenn in Anführungszeichen, dabei wäre. Dieses Wenn betrifft wiederum die geistige Blindheit, die noch schlimmer ist als eine optisch-organische Blindheit des Augapfels. Wenn nämlich der Blinde ein Bösewicht war, ein gottloser, ein liebloser Mensch, so war er neben seiner körperlichen Blindheit auch ein geistig Blinder, und diese geistige Blindheit nimmt er leider nach Gottes Gesetz mit in das große Reich des geistigen Lebens hinüber. Doch in diesem Reich kann er einmal sehend werden, wenn er sich bemüht, doch dauert es ziemlich lange. In den meisten Fällen fällt gewöhnlich eine Reinkarnation, dazwischen also eine Wiedergeburt. Wenn aber ein Blinder ein liebevoller, sanftmütiger und gottgläubiger Mensch war, der sein auferlegtes Leid in Geduld und ohne Hass ertrug, der war im Erdenleben geistig erweckt und nimmt diese Erleuchtung mit in die andere Welt hinüber. Dieser Blinde wird augenblicklich von seiner Blindheit nach Gottes Gesetz befreit und er genießt die ganze Schönheit der diesseitigen und jenseitigen Schöpfung. Dies ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, so unendlich wichtig, dass alle erblindeten Menschen es wissen müssten. Doch keine Blindenschule auf dieser Welt befasst sich mit dieser Tatsache. Die christliche Kirche versagt auch hier und lehrt einen Seelenschlaf in Anführungszeichen, den es nicht gibt. Hilf dem Blinden durch geistige Erkenntnisse. Es ist wichtig, den wahren Spiritualismus zu lehren. Die Seelen mit dem Thema mit Blindheit geschlagen, mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1958, Ende Teil 23.
die Seelen mit dem Thema Seelische Blindheit, Kapitel 1, mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1960, Teil 24. Möchte jemand von euch blind sein? Ich glaube, der Gedanke versetzt euch in Schrecken. Möchte jemand von euch taub sein? Ich brauche eure Antwort nicht erst abzuwarten. Also weiter. Im Jenseits leben Milliarden Menschen, welche das eine oder andere Gebrechen dieser Art haben und schwer darunter leiden. Diese Seelen jammern beispiellos und verfluchen Gott, weil er diese selbstverschuldeten Grausamkeiten zulässt. Auf diese Weise verschlimmert sich ihr Zustand zusehends und wir können ihnen kaum helfen. Was haben diese Seelen verbrochen, dass es ihnen so schlecht ergeht? Mit einem Wort gesagt, sie waren gottlos und lebten so, wie es ihnen Spaß machte. Doch ihr eigener Spaß war nicht immer ein Spaß für andere. Diese Seelen können nicht zum Arzt laufen, der ihnen bei schlechtem Sehen eine Brille verschreibt. Diese Seelen irren tatsächlich auf einer sehr großen Ebene umher und ihr einziger Arzt, der ihnen helfen kann, ist einzig und allein eine bessere Einsicht. Die Seele, man sagt Astralkörper in Anführungszeichen, ist kein nebelhaftes Gebilde, sondern von Fleisch und Blut wie ihr auf der Erde. Doch ist die Seele trotzdem aus einer anderen Materie, die an Festigkeit nichts zu wünschen übrig lässt, obgleich sie sich eurer materiellen Wahrnehmung entzieht. Eine jenseitige Seele ist keinesfalls ein sogenanntes Gespenst in Anführungszeichen, keine Einbildung, sondern eine organische Wesenheit mit Haut und Haaren. Wenn mediale Menschen mitunter eine entkörperte Seele mit geistigen Augen als ein schleierhaftes Gebilde sehen, so liegt das an der Unvollkommenheit des geistigen Sehens oder an einer schlechten Materialisation. Auch ein materiell organisches Auge kann infolge mangelhafter Sehkraft die materielle Welt nur nebelhaft oder verzerrt wahrnehmen, obwohl auch diese äußerst real ist. Infolge der unvollkommenen Sehkraft des geistigen Auges berichten entkörperte Seelen oft genug von einem Nebelland. Das geistige Auge öffnet sich erst, wenn die Seele eine gewisse positive Reife erlangt. Du möchtest nicht blind sein, aber du möchtest deine schlechten Leidenschaften behalten, die dir angeblich so viel bedeuten, mehr als die Gefahr des Blindseins. Darum frage ich dich auf Ehre und Gewissen, warum du zum Beispiel rauchst. Damit schadest du deiner körperlichen Gesundheit und das wissen fast alle Ärzte auf dieser Welt. Wenn jedoch so viele Menschen ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel setzen, warum soll ein Arzt es nicht ebenfalls tun? Doch lasst euch sagen, dass das Rauschgift im Jenseits blind macht, sobald es zur Sucht kommt. Wenn die Welt euch die Wahrheit verschweigt, so seid ihr dennoch nicht ohne gewisse Aufklärung. Der Allmächtige und ewig Lebende hat seine Boten und Lehrer zur Verfügung,
die er zu euch sendet, um euch zu warnen. Wer die Warnung nicht befolgt, der beachtet das göttliche Menetekel nicht. Er soll sich später nicht beklagen. Die Seelen mit dem Thema Seelische Blindheit, Kapitel 1, mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1960, Ende Teil 24. Die Seelen mit dem Thema Seelische Blindheit, Kapitel 2, mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1960, Teil 25. Der Tabak ist keine Pflanze für das Wohl der Menschheit. Sie gehört zur luziferischen Schöpfung und trägt dessen Merkmale. Das Gift verengt die Blutgefäße. Doch das Blut ist der Träger der Seele wie die Säure einer elektrischen Batterie. Das Nikotin regt die Nerven an, nimmt ihnen aber in etwa 30 Minuten wieder die Kraft und somit kommt es zur Sucht. Der Herzinfarkt und alle Dispositionen zu schweren Blut- und Zellentartungen sind die unausbleiblichen Folgen einer solchen Sucht. Die Industrie ist die finanzielle Stütze des Staates und darum ist der Staat nicht willens noch fähig, gegen diesen vernichtenden Feind der Gesundheit anzutreten. Ich warne euch alle im Namen des Schöpfers. Hütet euch vor dem Nikotin, denn es bringt euch Unheil und die geistige Erblindung am Tage eures Todes, dem Tag eurer jenseitigen Auferstehung. Im Reiche Gottes, das heißt im Jenseits, irren aber viele Seelen umher, die geistig blind sind und daher mehr oder weniger in einer Finsternis leben. Diese Seelen brauchen die Liebe der Verwandten und Freunde, auch wenn diese noch auf Erden leben. Durch Gebete kann viel geholfen werden. Nicht dadurch, dass ihr Blumen auf die Friedhöfe bringt, sondern dadurch ein ehrliches und stilles Gebet vor eurem Einschlafen zu sprechen. Die irrenden Seelen im Jenseits leiden schwer darunter, dass die Erdenmenschen keinen rechten Glauben an die Hilfe Gottes haben und dass sie nicht an ein Weiterleben unmittelbar nach dem Tode glauben. Es ist eine große Stärkung und ein guter Trost für die jenseitigen Seelen, wenn sie durch Gebete ihrer Freunde erfahren, dass ihre Angehörigen einen solchen Glauben haben. Es enthebt sie der großen Sorge um die Wahrheit und sie können sich besser um das geistige Wohlergehen ihres eigenen Ichs kümmern und die erdgebundenen Sphären verlassen. Die Seelen mit dem Thema Seelische Blindheit, Kapitel 2, mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1960, Ende Teil 25.
die Seelen mit dem Thema Der gerade Weg ist steil mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1960, Teil 26. Wohlan, der Mensch möchte gern die Wahrheit wissen, aber wie und wo kann ihm die Wahrheit zugänglich gemacht werden? Die irdischen Lebenserfahrungen reichen nicht aus, um die Wahrheit über das menschliche Dasein zu erfahren. Wehe, wenn der suchende Mensch falsche Wege geht. Darum hat der Schöpfer es so eingerichtet, dass dem Erdenmenschen eine Verständigung mit dem Reiche Gottes offen steht. Ob er von der Möglichkeit und der Gnade Gebrauch macht oder nicht, das bleibt dem Menschen allein überlassen. Das Reich Gottes kann dem Menschen den richtigen und geraden Weg weisen. Aber ein solcher Weg ist steil, das heißt, er kann nicht ohne Anstrengungen bewältigt werden. Die eigene Anstrengung besteht hauptsächlich darin, sich von seinem bisherigen, in Fleisch und Blut übergegangenen Leben freizumachen und ein anderes Leben zu beginnen. Hiervor schreckt der Mensch zurück, denn er ist der Auffassung, dass das neue Leben hauptsächlich ein Verzicht auf viele schöne und angenehme Dinge bedeutet. Die Lebensanschauung des Erdemenschen ist voller Irrtümer, auf das ein Irrtum einen weiteren im Denken erzeugt. Es ist eine Kettenreaktion. So ist auch der scheinbare Verzicht auf angenehme Dinge nur ein solcher Irrtum. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Was nützt dem Erdenmenschen zum Beispiel die schönste Annehmlichkeit, wenn er dabei höchst unzufrieden ist? Was nützt eine Musik, wenn sie disharmonisch wirkt? Was nützt ein Schlemmerleben, wenn es krank macht? Denkt einmal darüber nach und ihr werdet herausfinden, dass das scheinbar schöne Leben letzten Endes doch eine Kehrseite hat, die ihr nur selten ins Auge fasst. Es gibt eine gewaltige Gotteskraft, also eine Naturkraft, die jedem Menschen positiv zur Verfügung steht. Diese universelle Kraft heißt Harmonie. Wer es versteht, sich dieser Kraft zu bedienen, der geht den geraden Weg des Heils. Die Harmonie ist eine Medizin der Seele. Sie heilt wirklich die schwierigsten Leiden und schützt zugleich vor sehr bösartigen Krankheiten, welche dämonischer Natur sind. Zu diesen Krankheiten gehört auch der gefürchtete Krebs. Auch die Ärzte, welche eure inspirierten Helfer sind, wissen zum größten Teil nicht um diese wunderbare Medizin, die Gott dem Menschen spendet. Die Atheisten meinen, dass ihr diese Hilfe nicht braucht, da die Menschheit eine Wissenschaft hat. Lasst euch nicht täuschen, die Wissenschaft in Ehren, aber keine menschliche Gelehrsamkeit kann je die Naturkraft des Schöpfers ersetzen. Die Harmonie ist zugleich ein Warnlicht, das euch anzeigt, ob ihr den Weg ins Licht oder ins Dunkel geht. Wo keine Harmonie regiert, da habt ihr den geraden Weg der Erkenntnis verlassen. Da geht ihr ins Dunkel mit allen bösen Folgen. Ihr wisst ganz genau, dass die heutige Menschheit gehetzt und gejagt wird, dass ihr Gifte über Gifte zu euch nehmen müsst,
weil eure Nerven versagen, weil sie mit dem Tempo nicht mehr Schritt halten können. Ihr wisst um eure verlorene Harmonie, die euch alle krank und kränker macht. Ihr wisst um die Managerkrankheit, um den Herzinfarkt. Doch ihr bemüht euch nicht um den Anschluss an die göttliche Harmonie. Gewiss, der Weg ist steil, das heißt, er ist mühsam. Doch noch keine Menschenseele ist je zusammengebrochen, die diesen steilen Weg beschritten hat. Ihr wurde jede göttliche Unterstützung zuteil. Doch wie viele Menschen sind zusammengebrochen, die diesen Weg nicht gehen wollten und lieber in den alten, gefährlichen Gewohnheiten verharren? Denkt darüber einmal nach. Die Harmonie ist die spürbare Kraft der ausströmenden Liebe Gottes. Sie ist damit die spürbare Kraft der ausströmenden Liebe der Geborgenheit, des göttlichen Schutzes. Ihr erreicht dies aber nicht durch ein falsches Getue, sondern nur durch die echte Nächstenliebe. Die Seelen mit dem Thema "Der gerade Weg ist steil" mit einer Durchgabe aus dem Jahre 1960, Ende Teil 26. Die Seelen mit dem Thema "Hygiene des Geistes" mit einer Durchgabe aus den Sphären des Lichts, Teil 27. Wohlan, ich will über ein echtes Problem reden. Im letzten Jahrhundert hat die Technik einen ungeheuren Fortschritt gemacht. Viele Annehmlichkeiten haben sich daraus ergeben, aber es sind auch viele Gefahren damit verbunden. Bisher hat man dem Leben bzw. der Materie viel Aufmerksamkeit geschenkt. Doch der wertvollere Stoff, nämlich der Geist, ist dabei zu kurz gekommen. Der Geist ist ein lebendiger Stoff, der vom Tode bzw. von der Auflösung nicht betroffen wird. Er lebt weiter. Wenn aber der Geist verkümmert, so büßt er nach und nach seine ganze Entwicklung ein. Das bedeutet, dass der Mensch verdummt und außerdem noch träge wird. Die Technik nimmt dem Menschen immer mehr das Denken ab, so wie das Auto den Menschen zum Laufen träge macht und somit der Gesundheit schadet. So verkümmert der Geist ebenfalls, weil ihm das Denken und Überlegen abgenommen wird. Es gibt Maschinen, die für ihn rechnen. Es gibt Computer, die viele Überlegungen und andere Aufgaben erledigen. Das mag für die Entwicklung des Menschen eine große Hilfe sein. Aber es gibt noch vieles, was der Mensch lieber selber machen sollte, damit er sich geistig betätigt und schult. Fußnote: Wer aus den eigenen Fehlern lernt, wird schlauer. Wer aus den Fehlern anderer lernt, wird klüger.
Wer weise werden will, wende sich dem Wissen höherer Intelligenzen zu. Ich wiederhole den letzten Absatz. Das mag für die Entwicklung des Menschen eine große Hilfe sein, aber es gibt noch vieles, was der Mensch lieber selber machen sollte, damit er sich geistig betätigt und schult. Heute sitzen die meisten Menschen vor dem Fernsehapparat. Da gibt es nur wenig zu überlegen oder zu berechnen. Man braucht nur zuzusehen. Die Literatur bietet einen Stoff an, bei dem es keine Probleme gibt, sondern vorwiegend Verbrechen, die so alltäglich sind, dass sie kein großes Kopfzerbrechen erfordern. Der Mensch stumpft ab und lässt alles willenlos über sich ergehen, auch was die Politik betrifft. Gute, problematische Bücher werden kaum mehr beachtet, sie werden nur noch von einem kleinen Kreis gelesen, den anderen ist das zu hoch, in Anführungszeichen. Dieses Problem ist sehr ernst und wird viel zu wenig beachtet. Die Jugend ist bereits davon schwer betroffen. Sie ist denkträge, unlogisch und unzufrieden. Es leidet die Moral und das Selbstvertrauen. Die Jugend hat kaum noch Möglichkeiten, sich körperlich zu betätigen. Sie wird müde. Der Sport kann das nicht ersetzen. Für den Geist ist es nicht gerade gut, eine fertige Speise vorgesetzt zu bekommen. Sie muss selbst angerichtet werden. Wenn der Mensch in das geistige Reich kommt, so ist er geistig arm und träge. Aber der Geist und alles Geistige ist das Einzige, was ihm noch verbleibt. Darüber sollte man nachdenken. Auch der Geist bzw. die Seele des Menschen braucht für die Gesunderhaltung eine Hygiene. An diese Möglichkeit hat kaum einer gedacht. Aus der Denkträgheit entsteht nämlich das Desinteresse. Es gibt nichts Schlimmeres als das. Ein allgemeines Desinteresse führt den Menschen auf negative Wege und bringt ihn von den positiven Zielen ab. Alle diese Erscheinungen sind deutlich sichtbar. Man wundert sich darüber, kennt aber die Ursachen scheinbar nicht. Der Mensch muss in körperliche und geistige Tätigkeit versetzt werden, sonst verkommt er. Die Maschinen bzw. die Technik sind der Entwicklung des Menschen gefährlich. Darum ist das Sprichwort richtig: Faulheit ist aller Laster Anfang. Die Faulheit entsteht durch Vernachlässigung der geistigen Gaben. Der Geist regiert den Menschen und nicht umgekehrt. Es müssen geistige Gebiete erschlossen werden, die dem Menschen das Desinteresse nehmen. Der Mensch muss wieder denken lernen. Die Seelen mit dem Thema Hygiene des Geistes mit einer Durchgabe aus den Sphären des Lichts, Ende Teil 27.